So, der da auch rüberspringen. Und dann, ja doch, das hier erst noch gerade. So, 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 so. Hauptsache, hier sind keine Silberfische. Das wäre mein absoluter Untergang. Ich hasse die Viecher übrigens. Seit ich diese Karte jetzt spiele, hasse ich die sowas von dermaßen. Unfassbar. Naja. So. Das da auch alles weg. Da so hoch. Und dann das da so weg. Immer schön hier auf Abstand auch bleiben. Das ist auch ganz gut. Ist immer schön sicher dann. Der da müsste weg können. Genau. Der war nur ein Teil meiner Treppe. So, die hier. Der da. Und dann einfach so, so, so. Fackel da mal hin irgendwo, dass es hier auch nirgendwo zu dunkel wird. Hier das gleiche. Der gleiche Spaß kommt da hier hin. So, wenn man jetzt mal so, ja, doch, so langsam, ne, ja, ja, ja. Es geht voran. Daran kannst du nicht zweifeln, Mann. Das ist geht voran, kannst du nicht zweifeln, Mann. So ist das. Genau. Und vor allen Dingen mit ganz viel Sahne und besonders dicker Zuckerguss. So. Und zack. Ah, zack. So. Gut. Es ist ein Wunder, dass wenn wir das hier alles so aushöhlen, dass wir überhaupt mehr Steine bei rauskriegen, als wir wieder weggeben. So viel wie wir hier immer unseren Rand größer bauen, als das Inselinnere eigentlich ja groß ist. Aber naja. So. Zack, zack, zack. Zacki, zacki, zack. Oh, ich mag solche Musik. Also jetzt nicht unbedingt genau das Lied, aber so von der Richtung her. Auch da übrigens gerne hier im normalen... Oh, ich dachte gerade, das wäre... Ich dachte gerade kurz, das wäre ein Enderman. Einfach so was Großes, Schwarzes oder so. Okay, was wollte ich sagen? Also auch hier im Sky Island Let's Play, wollte ich eigentlich sagen. Ich habe, glaube ich, eben normales Let's Play gesagt, wie auch immer. Könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr eigentlich so an Musik gerne hören wollt. Ich glaube, ich habe das auch schon mal vorgeschlagen, dass ihr das ja mal sagen könnt. Da kam dann auch, glaube ich, irgendwie so, ja, Beethoven wäre ganz gut oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Scherz war oder ob das ernst gemeint war. Je nachdem, ich hatte halt in dem Moment auch gesagt, dass natürlich die absolute Rocker-Punk-Satz-was-Musik nicht allzu geil zu Minecraft passt. Und da kam das dann halt so als Reaktion. Also wenn das ernst gemeint war, habe ich kein Problem mit. Ich würde auch solche Mucke anmachen, wenn euch das gefällt. Wenn ihr sagt, okay, das passt besser. Klassische Musik passt einfach hier wirklich besser zu. Bei so einem relativ beruhigenden Spiel auch, wo auch jetzt nicht so actiongeladen ist, die ganze Zeit ist. Ich kann da natürlich auch zusehen, dass ich immer so ein bisschen, je nachdem wann wir was machen, die Musik ein bisschen anpasse. Beim normalen Let's Play mache ich mir die Mühe ja manchmal auch, dass wenn ich sage, okay, wir gehen nachher in Dungeon, dass wir uns dann, oder dass ich dann halt vorher so ein bisschen zum Beispiel Diablo-Musik raussuche oder so. Aber hier zum Beispiel lasse ich einfach nur die Musik von KST Beats durchlaufen. Haben auch einige gefragt, obwohl ich das eigentlich schon mal gesagt habe, meine ich zumindest. Naja, und das ist für mich natürlich deutlich einfacher. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das so seht. Und dann gucken wir gemeinsam einfach mal. Gut, so, hier jetzt die Reihe auch noch mit weg. Und ich muss sagen, es geht doch voran. Wir haben es doch balde. Zack, 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 zack. So, hier auch mal den ganzen Müll wieder einsammeln. Und dann brauchen wir auch unbedingt nochmal hier das Holz und Leitern und so zum Runterbauen. Natürlich irgendwo auch an die Lava denken. Aber dennoch. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch erstmal gerade runter. Und machen uns mal 10 Obsidian. So, ich frage jetzt, wie mache ich das am besten? Natürlich erstmal mit einmal Wasser, logischerweise. Das wird das bisschen Spucke, was ich gerade noch im Mund über habe, bevor mir gleich wieder die Stimme weggeht. Wird da wohl nicht für ausreichen. Naja, ach Quatsch, wir sind jetzt schon passend. So, dann zack. Und so und ja. Wo ist das Wasser? Ja, wo ist denn das Wasser? Ja, hier ist es ja. Oh, fein. Okay. Genug rumgetrollt. Jetzt spielen wir wieder total serious. Die einzige Möglichkeit, wie man Minecraft vernünftig spielen kann. Komplett ohne Spaß zu haben. Spaß wird völlig überbewertet. So, also. Der eine Obsidian-Block bringt natürlich auch unheimlich viel. Ja. Wie macht man es besser? Man macht vielleicht erstmal hier das so ein bisschen frei. Und macht dann einfach mal den hier. Was natürlich mega wichtig zu bedenken ist, fällt mir gerade so ein. Dass wir immer nur oben jetzt Obsidian haben und darunter nach wie vor Lava ist.
Also, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Oben haben wir einen. Wir brauchen 10. Das sind also zusammen hier 6. 7, 8, 9 und 10. Lava, also hier Fackeln und Steinverschleiß ist ja ganz egal. Da kriegen wir ja beides unendlich wieder nachgefüllt. So. Und wie mache ich das jetzt? Da ich die Insel aushöhlen soll, aber auf der anderen Seite keinen Bock habe, das ganze Obsidian hier rauszuholen, würde ich sagen, setze ich die restliche Lava einfach zu. Allerdings auch erst, nachdem ich hier das soweit erfolgreich abgebaut habe. Oder warte mal, ich kann ja auch... Ach nee, wenn ich da jetzt hinsetze, dann läuft das auch alles voll. Oh, nicht reinlaufen. Gut, na gut, dann setze ich das einfach mit Steinen zu. Die muss ich dann natürlich wieder rausholen, das ist ja klar. Aber trotzdem ist das, denke ich, einfacher. Mal gerade noch gucken, ist auf der anderen Seite hier auch noch Lava drunter gewesen? Nein, okay. So, das heißt, ich kann den da schon mal abbauen, relativ sorglos, solange nicht rechts oder links davon Lava ist. Die müsste ich dann vielleicht schnell genug zusetzen, je nachdem, ob ich das hinkriege. Mal gucken. Keine Lava drumherum, okay. Eine Fackel dahin. Ohne Lava wird es dann doch ein bisschen dunkler. So, und hier ist jetzt aber Lava drunter. Das heißt, wenn ich das jetzt abbaue, dann fällt mir mein schwer erarbeiteter Obsidian-Block mitten in die Lavagrütze rein. Das soll natürlich nicht passieren, also setze ich da mal zu. Und da drunter ist auch ein Stein, wie man sehen kann. Und ich weiß ja auch, dass hier drunter keine Lava ist. Das heißt, die beiden hier kann ich auch relativ sorgenfrei abbauen. Zumindest sofern ich mich da gerade nicht vertue. Der Grund nochmal gerade so rekapitulativ. Okay, da habe ich mich also vertan. Auch gut. Der Grund, dass ich das jetzt hier gerade so relativ umständlich mache, ist, dass ich eigentlich keinen Bock habe, den kompletten Obsidian-Scheiß hier rauszuholen nachher, sondern mir eigentlich jetzt 10 Blöcke reichen, um das Portal dahin zu setzen. Und dann muss auch gut sein irgendwo. Allerdings habe ich jetzt gerade eben ein Obsidian verschenkt. Das da ist allerdings fließende Lava. Wenn ich also den da jetzt wegnehme und da mal so hinsetze, dann hat das jetzt vielleicht auch einen neuen Obsidian-Block gegeben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ach, zur Not baue ich halt den ganzen Obsidian ab, ist auch egal. Daran soll es nachher auch nicht scheitern, an den paar mal 10 Sekunden. Meine Güte. Oh, mehr Diamanten. Ach genau, das war der da. Ja, okay. Den kann ich auch so ohne weiteres abbauen, das ist sehr schön. Das hier nehme ich auch mal wieder weg, denn das war nicht das Höhlenäußere. Okay, hier war es doch das Höhlenäußere. Zack, zack und zack und zack. So, Fackel dahin. So. Gut. Einmal gerade einen Blick hier reinwerfen. Dann mache ich das einmal gerade so. Dann haben wir hier zwar irgendwie jetzt wieder 9 Stein. Ach, das da ist schon fließende Lava. Oh, mein Wasser ist auch gerade weg, sehe ich. Kann ich da Lava rausholen? Nein, irgendwie nicht. Dann mache ich aber mal da hinten einen hinter und da vorne noch einen. Und dann ist da drunter eigentlich auch keiner. Moment. Ist da drunter frei? Nein. Okay, das ist sehr schön. Also, genau, da ist nicht frei. So rum, ja, passt. Das heißt, die beiden können auch noch mit weg. Da-dam, 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 da-dam. Sind ein Diamantblock, fällt mir gerade ein, den könnte ich auch ganz gut nehmen zum Spitzhacke verzaubern, nicht wahr? Haha. Nee, das geht nicht. Denn, doch, das geht. Ich wollte gerade sagen, nee, das geht nicht. Denn wir brauchen selbst... Oh! Denn wir brauchen... Ach ja, da ist ja auch die Fackel. Denn wir brauchen ja selbst für einen... Ich habe erst 4 Obsidian und da sind nur noch 3. Oh, 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 gleich habe ich doch zu wenig Lava oder so. Ich gehe mal lieber schnell hoch und mal gerade den neuen Wassereimer. Nicht, dass ich mich jetzt hier auch ganz groß selber trolle. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Eigentlich wollte ich irgendwas sagen wegen Diamant. Ach genau, wegen dem Verzauberungstisch, denn dafür bräuchten wir ja Bücher. Und für Bücher brauchen wir ja seit 1.3 ist das, glaube ich. Auch noch Dingens, Kirchen, Bummens, genau. Genau das meinte ich. Genau, für Bücher brauchen wir Leder und für Leder brauchen wir Kühe. Das heißt, ohne Kühe kein Leder, ohne Leder keine Bücher und ohne Bücher kein Verzauberungstisch. Das ist so ein bisschen die Problematik. Was hatte ich vor? Ach genau, Eichenholz, Leitern und einmal mit Wasser auffüllen. So, hier nicht, da nicht. So, da auch nicht, dann also da. Okay, gut. Zack. Mal ein bisschen was Futter nebenbei von der schweren Minenarbeit. Hier Diamanten und Obsidian abgebaut. Eieieiei. So. So richtig viele Viecher mussten wir allerdings nicht bekämpfen. Das ist jetzt so das Einzige, was ich bei der Insel
wirklich als größere Kritik eigentlich habe an der Karte. Dass wir im Grunde genommen C gedrückt halten. Zack. So, einen Waypoint will ich nicht. Dass wir im Grunde genommen nie wirklich viel kämpfen mussten. Das war so bei dem Vorgänger, ich weiß nicht, wenn ihr euch das reingezogen habt. Wenn nicht, dann macht es jetzt nachträglich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, denn da war echt, was Kämpfen und Viecher angeht, war da viel mehr los als hier. Das ist so ein bisschen die Kritik an der neueren Version hier der Insel, so aus meiner Sicht. Und ja, könnt ihr auch mal eure Meinung zu schreiben, könnt ihr auch vielleicht mal vorschlagen, was es vielleicht so in der vierten Version von dieser Karte geben sollte. Vielleicht kriegt man ja sogar den Hersteller dazu motiviert, da nochmal ein bisschen dran zu arbeiten, das ein bisschen zu überarbeiten. Und ich glaube, ich habe ganz große Scheiße gebaut, was hier das ganze Wasser und so angeht, denn das ist alles fließende Lava. Ich hoffe, dass ich überhaupt genug Obsidian kriege. Ich habe oben 5 und hier habe ich jetzt noch 4. Das heißt, da muss auf jeden Fall noch ein Lava-Block sein. Ich baue die 4 mal noch ab und dann könnte der natürlich da hinten auf der Diagonale sein, also da drunter quasi. Das will ich auch mal ganz doll hoffen. So, sonst habe ich nämlich 9 Obsidian. Das wäre ja doch wirklich schade drum. Weil es könnte auch... Dahinter hätte auch gerade was sein können. Das wäre die andere Möglichkeit. Oder dass es natürlich irgendwie hier hinter oder drunter ist oder so. Ich gucke einmal gerade, ob ich das da wegnehme. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Da kann ich einmal gerade gucken. Oh, da drunter ist auch ausgehöhlt. Okay, die beiden können weg. Ich habe aber doch auch erst 2. Oben waren noch 5. Hier noch 2 sind 9. Also wenn da hinter dem Cobblestone nicht noch Lava ist, irgendwoher muss die geflossene Lava ja auch gekommen sein. Das gibt mir noch so ein bisschen Mut gerade. Dann sieht's übel aus, was das Portal angeht. So. Zack, Gold mal noch mit weg. So, so, so. Und dann höhlen wir jetzt aber erst noch einmal eine Runde weiter aus. Diese Spannung halte ich jetzt mal gerade ein bisschen aufrecht. So gemein das auch sein mag. Und irgendwie muss ich da oben hin und da habe ich irgendwie auch alles weggebaut. Warum habe ich dies getan? Na, oh Mann. Also irgendwie das hier so an meinem Leiterturm klappt auch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Na, ah. Meine Fresse. So, also, hier bauen wir irgendwie mal noch ein bisschen runter. Dass wir das ja auf jeden Fall noch zu Ende ausgehöhlt bekommen. Natürlich jetzt nicht dieses Mal, denn ich muss, wie gesagt, gleich auch noch rendern. Damit das dann auch alles mit dem Hochladen wieder zeitig klappt. Damit ihr diese Folgen auch zeitig zu sehen bekommt. Beziehungsweise die beiden Folgen davor. Beziehungsweise alles andere davor auch noch, was ich halt so aufgenommen habe jetzt vorm letzten Hochladen. Und ich höre schon wieder eine Spinne. Die wahrscheinlich ja wieder irgendwo draußen sein wird. Ich weiß auch gerade nicht... Achso, die Maus bewegt sich so kacke, weil ich gerade am Schleichen bin, damit ich auch nicht runterfalle. Nun gut, dann sei es der Maus mal verziehen. So. Gut, der Müll hier kann auch weg. Zack. Und habe ich jetzt bis dahin alles frei? Nein, hier geht es noch definitiv weiter. Na, das war auch unklug. Machen wir mal da eine hin. Jetzt juckt mir das Ohr und das, während ich meine Funkkopfhörer aufhabe, das ist ganz schlecht, da müsste ich die jetzt absetzen und dazu bin ich gerade viel zu faul. Ah, es ist ärgerlich. Ah, es juckt so sehr. Nein. So. Dapp und dapp, dapp und dappdi, dappdi. Ja, dappsdi dumm und schw... Nein. So, und dann das da weg. Und dann hier jetzt auch einen Block tiefer. Oh, ja, das zu dem Block tiefer. Sieht hier doch alles gar nicht mehr so rosig aus. Da läuft es doch jetzt so langsam wirklich arg zusammen. Arg. Ganz arg zusammen läuft es da. Und ich habe mittlerweile allerdings so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass uns in der Insel da, also auf der Insel, wie auch immer, da unten noch Großes erwarten wird. Denn sonst wäre dieses Große ja wahrscheinlich schon gekommen. Beziehungsweise zumindest in Sicht gewesen, nachdem wir da die Lava weggenommen haben. Ich habe jetzt nicht nach den Höhen geguckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da verliere ich gerade ein bisschen die Hoffnung und muss darum wieder, also wiederum dann auch sagen, dass ich irgendwie den zweiten Teil der Karte doch so ein bisschen geiler fand. Ich denke, ich kriege es hier von Part zu Part soweit, was das Unterhaltsame, Let's Play-technische angeht, sozusagen besser geregelt. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Aber so die Karte selber, muss ich sagen, fand ich, glaube ich, doch den Vorgänger irgendwie, ist ein hartes Wort, aber besser.
Jo. Nun ja. So, dann machen wir auf jeden Fall mal hier gerade noch unseren komischen Baumkasten zu Ende. Zack, 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 zack. Mal rausspringen. Aber zumindest erstmal bis dahin. Den Rest kann ich jetzt schon wieder nicht ordentlich setzen, weil man die Bäume jetzt ja seit 1.3 oder seit wann auch immer auch so komisch andersrum hinstellen kann. Was ja an sich ganz cool ist, weil man jetzt zum Beispiel bei Fachwerkhäusern auch Querbalken reinmachen kann und so. Was das angeht, sehr cool. Aber andersrum ein bisschen blöd, dass man dafür immer passend stehen muss und das nicht einfach per Tastatur oder so umstellen kann. Dass irgendwie, wenn man die und die Taste drückt, das dann automatisch quer gesetzt wird oder so. Finde ich nicht ganz so gut gelöst. Und ich habe gerade gesehen, ich habe schon ein bisschen überzogen. Ist nicht schlimm, wir setzen einfach hier direkt einen Cut. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr dann auch bei den nächsten und damit auch letzten paar Folgen wieder einschaltet. Und dann sehen wir uns. Ciao, ciao.